macht man das? Genau wie die drei Musketiere, was? Wenn es nur zwei wären. Hast du das Buch mal gelesen? Echt verwirrend. Aber ich habe es geliebt. Ich wollte immer Athos sein. Du kannst D'Artagnan sein, ha? In Ordnung. Unsere Zeit ist knapp. Wir gehen von hier aus zum Theater und dann gehst du zur Polis und ich zurück nach Hause zur Roten Linie, okay? Mir gefällt nicht, wie sie die Verfolgung aufgegeben und das Tor hinter uns versperrt haben. Kein gutes Zeichen. Scheiße! Fürste! Bitte kommen! André! Fürste hier! Mach das Licht in den Tunnels aus! Die sind jetzt todesfleisch. Verstanden! Totes Fleisch. Ja, was jetzt? Das werden wir noch sehen. Ach, zur Hölle damit! Rückzug ist möglich, Bartana! Moskau liegt hinter uns! Vorwärts! Stopp! Gott verdammt! Deshalb haben die Faschisten das Licht ausgemacht. Diese Dinger hassen es. Okay, Spartaner, eine kurze Lektion. Patronen helfen hier nicht. Aber da sie Angst vor Licht haben, machen wir es hier hell. In Ordnung? Schalt bloß nicht die Taschenlampe aus. Verstanden? Ohne sie landen wir in einer Welt aus Schmerzen. Ein Einsturz. Anscheinend haben sie den Tunnel gesprengt. Vielleicht ist etwas auf der anderen Seite, das sie nicht mit Schüssen aufhalten konnten. Halt! Halt, halt, halt! Ich spüre einen Luftzug. Irgendwo muss ein Weg durchführen. Artyom, hilf mir mal! Überall Spinnweben. Diese kleinen Dinger können das nicht gewesen sein. Hier müssen größere Viecher sein. Mann, pass auf, dass du sie nicht wächst. Scheiße! Die sind ganz nah! Warte, Artyom, keine Hektik! Sei hier vorsichtig. Sieht frei aus. Lass uns gehen. So, und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück bei Metro Last Light. Ich habe jetzt erst mich dazu entschlossen, erstmal ihn ein bisschen reden zu lassen, weil er sonst mir wieder einfach nur in meine Begrüßung reingequatscht hätte, der Pavel. Ja. Wie ihr seht, bisschen viel Spinn für meinen Geschmack und ich kriege gerade jetzt schon schwitzige Hände. Und was mir bei der letzten Aufnahme aufgefallen ist, das werde ich jetzt mal rasch ein bisschen ändern. Spieloption, nein. Doch, Gamma hier. Das Spiel ist ein kleines bisschen dunkel in den Aufnahmen. Ich mach's mal erstmal so hart, aber fair. So. So. Jetzt müsste das eigentlich hell genug sein. Ja, wir wurden gerade von den vom Reich ausgestoßen, beziehungsweise sind wir geflüchtet von denen. Und die haben uns jetzt in diesen Tunneln eingesperrt, Lichter ausgemacht und uns einfach unserem Schicksal hinterlassen. Und das gefällt mir ehrlich gesagt hier gar nicht. Wenn ich mir diese Scheiße hier so ansehe, kriege ich jetzt schon ein zu viel. Okay, das wollte ich gerade eigentlich nicht. Oh lol, warte mal. So, boah, ich habe gerade mein Geld als Munition genommen, glaube ich. Ein Schaft! Das ist hoch! Den können wir definitiv nicht hochklettern. Die Geräusche von diesen ploppenden Eiern machen mich verrückt gerade, ne? Okay, hoffen wir mal, dass der Aufzug funktioniert. Ich weiß jetzt schon, diese Folge wird mir übelst nicht gefallen. Guckt euch das mal an, diese Scheiße, Alter. Generator läuft. Frei. Monsieur, machen wir eine Fahrt mit diesem Baby, ha? Also, was ist jetzt? Ja, was ist jetzt? Sag's mir. Was tun? Warum hat er angehalten?
Bremse gezogen oder was? Scheiße. Komm schon. Gott verdammt, die haben uns gehört. Das krieg ich ja schon so viele. Ey, ich bitte. Wir sind direkt in ihrem verdammten Nest. Ja, was ist das? Scheiße, das was ist das? Oh lol, hör mal auf, ey. Oh. Miststück. Das ist die einzige verwundbare Stelle. Der Rest ist zu hart gepanzert. Gepanzerte Spinnen, ey. Okay, Artyom. Wenn wir einem dieser Dinger begegnen, dann mach deine Lampe an, bis es seinen Bauch zeigt. Hast du verstanden? Die Mistviecher hassen das Licht mehr als alles andere. Komm schon, mir nach. Oh, lol. Brate es, Gottverdammt. Nimm das, du Miststück! Puh, danke, Kumpel! Ey! Hier! Er sagt hier. Ich will wieder zurück, ey. Ich will lieber gehängt werden, ernsthaft. Ich habe davon gehört. Das Theater sollte jetzt nicht mehr weit sein. Das ist hoch. Bisschen schnell Batterie aufladen. Oh. Los geht's. Echt jetzt? Mist! Die schon wieder! Wer? Nein. Artyom, nimm deine Lampe, um sie abzuwehren! Ich will versuche uns rüberzubringen! Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Das sollte da. Gehen. Direkt. Artyom, Artyom, komm und hilf mir, das rauszuziehen. Ja, wo? Mutzi. Wo habe ich einen langen Finger? Ach so, und jetzt müssen wir prima Ballerina sein, ja? Oder doch nicht? Ja, wie, du lässt mich hier alleine? Mach's mir nach. Ja, will ich, aber ich höre Geräusche. Los, schnell, schnell, schnell. In den Wagen. Oh mein Gott, der lässt mich doch nicht alleine. Das ist wahnsinnig. Schieß mit dem Bauch, ohne mich. Siehst du den Bauch, schwimmen wir gleich! Alter, diese Viecher sind so mega eklig, ne? Scheiße. Hier, ich heb dich hoch. Warum soll ich vorangehen? Geh du doch voran. Scheiße, die sind drinnen. Artyom, hilf mir. Ah. Ja, ich will. Da sind immer Spinnenweben. Hier! Geh weg, Junge, geh. Bereit? Los geht's! Hui! Au! Alles klar, Artyom? Nein! Komm schon! Los geht's! Licht! Stopp! Los! Wie gefällt euch das, hä? Wie gefällt euch das, ihr Schlampen? Okay, hier sind wir sicher. Ich will hier stehen bleiben. Warte einen Moment, Artyom. Ohne Licht ist das schlecht. Lass mich eine Fackel oder sowas machen. In Ordnung. Es werde Licht. Gott sei Dank, ey. In Ordnung. Lass uns gehen. Ja, los. Ladies first.
Scheiße! Artyom, bleib dicht bei mir! Ey, ich werde wegen den Geräuschen, ich werde noch krank gleich, ne? Ernsthaft. Verpiss dich, Missgeburt! Oh! Geh, brenne, Junge. Brenne, habe ich gesagt. Ich stecke fest. Wieso muss ich eigentlich hinter uns gehen? Gib mir die Fackel. Scheiße, sieht nach einem elektrischen Schloss aus. Okay, die Drähte führen nach... Da! Hey, you don't say. D'Artagnan, du hast die Lampe. Wenn du den Drähten folgst, müsstest du zu einem Sicherungskasten kommen. Er hat früher das Tor betrieben, aber die Batterie ist sehr wahrscheinlich jetzt leer. Wenn du sie findest, musst du dein Ladegerät daran anschließen und wir versuchen, die Tür zu öffnen, okay? Ich geb mir Mühe. Ja, dann wollen wir mal, wa? Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin Athos. Ich erschlage sie alle mit meinem Stab. Na, schlag sie mal. Und ich gehe mal alleine in die dunkle Welt. Niemand, der mich tröstet. Verschlossener, toll. Es war so klar, ne? Scheiß Miststück. Wo? Wo? Ich werde krank, ne? Da. Ich hab dich, Junge, ich hab dich. Komm her. Ah! Oh Mann. Okay. Ah, kurz durchatmen, ey. Oh Gott, meine Hände sind so nass, ey. Es ist ekelhaft. Was ist das, habe ich denn eigentlich noch hier so? Was ist das? Ah. Ja, das ist aber auch ein Maschinen. Ich nehme den hier, ja, Mann, der ist gut. Oh, ich habe gerade so massive Frame-Einbrüche, ey, ne? Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Einfach laufen. Ja, schnell, schnell, kein Bock mehr. Geh auf! Oh, Hilfe, Alter! Ah, das war genial! Ja, sagst du! Bereit? Mann! Erster! Bitte. Geh. Ich will gar nicht. Mir nach. Okay. Oh, Gott sei Dank ist das vorbei, ey. Fast beim Theater. Der Metro-Eingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist, wir werden sie auf der Oberfläche zurücklegen müssen.
Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. Naja, für mich war jeder Schritt mein letzter im Tunnel. Ja, der lädt. Gott sei Dank, ey. Also ganz ehrlich, Leute, das mit den Spinnen, das ist für mich immer so ein Paranoia-Akt, ey, ganz ehrlich. Da kriege ich ein zu viel bei den Viechern. Kumpel, wir sind da. Reiß dich zusammen. Wir haben nicht viel Zeit bis zur Dämmerung, okay? Okay. Okay. Da der Tunnel eingestürzt ist, können wir die Rolltreppe zur Theaterstation nur über die Oberfläche erreichen. So, könnt ihr lesen. Und glaub mir, hier draußen sollten wir besser nicht im Dunkeln erwischt werden. Hoppla, wir haben Glück, Artyomich. Hier scheint zu leben. Ranger vermutlich. Ach, ich weiß nicht. Und wo es Ranger gibt? Scheiße, die Filter sind fast alle. Wir müssen es schaffen. Komm schon, nimm was du brauchst. In der Metro sind wir alle Brüder. Hey, Freund, ich könnte eine Uhr gebrauchen, wie du sie hast. Zu wissen, wie viel Luft übrig bleibt, ist ein Muss, nicht wahr? Weißt du, ich habe von Dingen gehört, die da draußen rumstreunen und nicht einmal von Schüssen aufgehalten werden können. Auch zu lügen, ne? Du kannst schon einige Scheiße hinter dir, ich weiß. Aber das ist nichts gegen das, was vor uns liegt. Oh, es ist so hell. Artyom, vergiss nicht. Wenn du leben willst, dann darfst du nicht einen Moment unachtsam sein, okay? Ich habe davon gehört, dieses Flugzeug war unterwegs nach Moskau, als die ganze Stadt in Flammen aufging. Tja, das Gebäude, wo es abstürzte, das war der Eingang zum Theater. Das Eis taut hier oben. Das ist fast wie Frühling. Ah, Artyomich, vielleicht werden wir noch den Sommer erleben. Nein, werden wir nicht. Warte. Irgendwo muss hier ein unterirdischer Weg sein. Die Ranger würden den Platz niemals an der Oberfläche überqueren. Also gut, wir könnten hier am Flügel runtergehen. Also gut, so viel zur Sonne. Die Wolken sind ziemlich schnell aufgezogen. Meine Güte. Warum müssen wir jetzt nochmal so leise? Radioaktiv. Ich kann fast spüren, wie er sich durch meine Handschuhe brennt. Ja, dann los, ne? Kommen wir da runter? Nein. Ah, lauf nicht weg ohne mich, du Knechtchen. Was ist los mit dir? Da ist die Kreuzung. Schnell dahin. Ja. Ey, schon wieder spinnen. Im Freien würden wir das nicht übernehmen. Wir müssen die Station erreichen. Sofort. Schon noch Filter, Nation. Wenn du deine Maske tauscht, ganz schnell. Dieser arme Kerl braucht seine nicht mehr. Komm zur Hölle. Oh, geh vorsichtig. Es heißt, diese Tunnels beherbergen mehr als nur Mutanten. Ein guter Kommunist glaubt nicht an Seelen, Artyom. Aber dieser verdammte Ort lässt mich, ja, zweifeln. Lass uns raus ans Licht gehen. Sieh mal in den Wartungsraum. Hier? Tja, ich dachte schon gerade. Scheiße. Was soll ich jetzt hier suchen? Aha. Bisschen Filter, bisschen Munition. Da liegt eine Waffe. Ich glaube, ich tausche sie gegen die hier ein. Ah, das sieht doch mal schön und lecker aus. LOL. Oh, habe ich mich erschrocken, ey. So gehört sich das, wa? Bisschen Blut von mir abwischen. Das war eine Einleitung zu der Waffe, die es sich gewaschen hat, ey.
Diese Telepathen, was waren das früher wohl für Viecher, ey? Das können ja nur irgendwelche Hunde gewesen sein, oder? Wildhunde oder so. Furchtbar. Ach so, lol. Okay, zählen kann ich damit schon mal nicht. Bist du okay, Kumpel? Du bist hier voller Blut. Schrotflitter gefunden? Sehr schön. Wie wird es wohl nützlich sein? Ach, Jo, stopp! Blut, sofort! Boah, egal, ich hab da eine Pumpe. Das war knapp. Mach doch dein Licht aus, dann. Na gut, Artyom. Nicht noch mehr von diesen Tricks. Lass uns zum Flugzeug gehen, bevor noch ein Rudel kommt. Schnell! Ah, ich habe Geschichten über diesen Ort gehört. Ah, hier passiert seltsame Scheiße. Echt kranker Scheiß, ne? Bereit zu gehen? Ja, ich warte nur auf dich. Oh, die Sonne kommt. Es wird hell. Oder soll ich jetzt zu dir kommen, oder was? Achso. Zum Notausstieg! Hey, versuch sie zu öffnen! Warum ich gebe dir Deckung! Ich bin auch der Blödmann, der alles machen muss, ne? Klemmt? Ach, verdammt! Lass es uns zusammen probieren! Das sieht schon echt geil aus, ne? Sieh mal, Artyom! Verlier hier drin nicht den Verstand, ja? Okay, lass uns gehen. Ein Ranger hat mir gesagt, dass dies ein Flug von Mallorca war. Familien, die aus dem Urlaub kamen, weißt du? Weißt du, Artyom, ich war nie am Meer oder in einem Flugzeug. Ja, ja, hat nicht sein sollen. Ich fühle mich... Ich weiß nicht, ich fühle mich komisch. Normal, wenn man sowas, wenn man da durchgeht, ey. Kumpel, siehst du auch diese Scheiße? Ja. Artyom, was ist das? Knochen. Da liegt eine Maske. Meine Güte, sieh nur, die leben! Oh, vor allen Dingen, ich kann nicht so langsam gehen. Warte. Wow. Was ist passiert, Vermarkter? Scheiße! Wir verlieren Schub! Die Motoren sind da! Flug 767x24! Mayday! Da war der Motor drauf! Mayday! Scheiße, der Tau ist weg! Wir gehen runter! Tempo, ich lebe sie! Die Instrumente sind ausgefallen! Ich bekomme keine Anzeige! Oh mein Gott, das waren ja gerade gefährliche Bilder, ey. Artyom, ach Mist. Wenn du mich nicht geweckt hättest, wäre ich vermutlich erstickt. Wie die anderen hier. Achso, jetzt habe ich seine Maske genommen. Artyom, nach rechts. Ich glaube, der Eingang befindet sich hinter dem Gebäude. Scheiße! Ein Dämon!
Mach ihn kalt! Mach ihn kalt! Nein! Meiner Pumpgun ist ja nicht weit nah genug. Alter! Lass mich runter! Meine Bandscheibe! Ich schulde dir gar nichts mehr. Ich hab dir dein Leben gerettet. Sind wir eventuell schon dann quitt? Oh, ein bisschen Morphium. Verdammte Telepathen! Kaum sind wir vom Flugzeug weg und schon fast da! Mach dich bereit! Wir kommen aus der Ulti! Alter! Der steht direkt vor mir! Au! Ah! Nimm das! Miststück! Au! Das Gute ist, die sind ja ein bisschen dumm, ey! Oh mein Gott. Das sind schon echt viele. Der Eingang zum Theater ist hinter der nächsten Ecke. Wir ah, die sind weggelaufen. Ja, okay. Schneller, ja. Schneller. Ich laufe schon. Was hat da so gebrüllt? Oh. Komm her. Was macht da so ein Lärm? Los! Hilf mir mal! Es kommen noch mehr! Ja, dann beweg deinen Arsch! Aber mit der Pumpgun kommst du hier echt nicht mehr weit. Ja. Oh mein Gott, hier sind so viele. Wieso? Ich konnte gerade nicht mehr schießen. Oh, ich hätte gerne Granaten jetzt, ne? Ah, was passiert hier? Ah! Ja, ja, ja. Boah, Junge, Rettung in letzter Sekunde, aber ey. Das wurden echt viele langsam. Spiel, was? Wo ist deine Mütze? Unser kurzer Besuch im toten Moskau, das Phantom der Vergangenheit, ist vorbei. Pavel und ich haben uns gegenseitig geholfen, da wieder rauszukommen und kehren nun als echte Partner in die Metro zurück. Anders kann man die Wüste da oben nicht überleben. Aber vor uns liegt jetzt eine belebte Station, das Theater. Es liegt sehr nah an der Polis. Wenn Pavel es schafft, mich an dem Wachposten der roten Linie vorbeizuschleusen, dann bin ich in weniger als einer Stunde zu Hause. Ja, geil, Alter. Ich würde sagen, die Folge war ein voller Erfolg, ehrlich gesagt. Ich bin durch die Spinne gekommen. Wir haben mal Moskau wieder ein bisschen von draußen gesehen. Telepathen haben uns attackiert. Und irgendwas gewaltig Fettes hat dann am Ende der Folge doch rumgetrampelt da hinten. Und das macht mir echt Sorgen. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Metro Last Light. Mit mir, Martin. Und dann werden wir uns erstmal am Theater umschauen, gucken, was da so vor sich geht. Wir werden herausfinden, was uns da eigentlich gerettet hat jetzt, zu welcher Sorte die jetzt gehören. Ob die jetzt auch zu mir gehören oder mehr zu Pavel. Nein, es gibt im Sinne der Fraktion. Und genau in der nächsten Folge geht es in dieser Stelle weiter. Abonniert uns, lasst einen Kommentar da, gebt mir einen Daumen nach oben, unterstützt mich damit. So, dann haut rein, Freunde.